Ja, hallo, hier bin ich wieder, euer Bandcake28. Mit dieser wundervollen Musik komme ich wieder um die Ecke mit Sid Meier's Civilization 6 und unserem mächtigen Vietnam. Wir spielen den New Frontier Pass und das wisst ihr natürlich, aber es gibt ja ein paar Leute, die quer einschalten. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir unser Reich jetzt friedlich und gemütlich aufbauen, gemeinsam. Und ein bisschen herausfinden, wie das auch mit den Kooperationen ist. Ne? Wir schauen uns das jetzt schön an. Nächste Runde. War ganz überrascht. Letzte Folge haben doch ganz viele eingeschaltet. Habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Ist wirklich so. Mega. Und so soll das auch sein. Zack, hier wird das Weizenfeld repariert, das ich einst vor langer, langer Zeit beschädigt hatte. Da fällt mir auch gerade noch was auf. Geh mal kurz in die Produktion, in die Liste. Und da hätte ich dann auch noch gerne einen Handwerker. Dankeschön. Da oben ist noch Gips und so Sachen, die ich noch anschließen kann. Das würde ich natürlich gerne haben für mich. Und Krabben, das ist auch nichts Falsches. So, hier war ich ja auf Jagd nach buddhistischen Mönchen. Oder besser gesagt nach, nach buddhistischen Aposteln. Hier, Dausnei. Ein kleines Bakterium hat sich bei mir eingenistet und sorgt für Husten und Schnupfen. Frechheit. Aus meiner Sicht ist Wochenende. Es soll sowas doch bitte wegbleiben. Menschenskinder, ich habe gar keine Freunde eingeladen heute in mein biologisches Konstrukt. Was willst denn du jetzt von mir? Nee, das Bernstein kannst du nicht bekommen. Da tut mir leid, aber du kannst es da bekommen. Mach mal einen gerechten Vorschlag. Ach, jetzt sei doch mal nicht so. Komm mal hier, das kannst du doch machen. Jetzt mach nochmal, Marie. Das will man auch nicht. Dann mach nochmal, komm jetzt. Das gibt's doch alles nicht, mein Freund. Du willst es doch haben. Hier, guck mal. Jetzt komm schon. Das. Komm, wir handeln wir zwei. Ich bin nicht so. Ach, weißt du, du bist mir zu zickig. Für zu wenig kriegst du das nicht. Nö. Tut mir leid. Also wenn du so rumpfienst, Geld habe ich jetzt nicht als Notlage. Mein Konto füllt sich beachtlich mit jeder Runde. Das will ich jetzt einfach mal erwähnt haben an der Stelle. Juhu, juhu, zwei Horekas haben wir für irgendwas bekommen. Da freuen wir uns natürlich drüber. So, du machst jetzt nochmal die dreifache Stärke. Wir machen ja so abartig viel Glauben, Leute. Das ist wirklich beachtlich viel. Und auch darüber freue ich mich natürlich horrend, dass dem so ist. Oh, ein Tempel, den können wir brauchen. Und unsere Erkundung ist auch noch on Kurs. Unsere erkundende Karavelle. Ja, man muss das ja auch ein bisschen aufpinseln hier. Ne? So, das Dorf hier weiter rüber. So, an dem Vulkan gibt es natürlich sehr viele coole Sachen. Du baust mir tatsächlich noch einen Bauernhof hin. Du gehst mir da lang. Du gehst mir hier schon mal die Küste erkunden. Du gehst mir auch da lang. Du fährst mir da hoch. Ich erinnere mich nämlich sehr gut daran, dass wir dort in dem Bereich ganz schön viele Barbaren gefunden hatten. Und entsprechend dieser Tatsache muss ich auch Truppen hinbringen, um die Insel von diesen Barbaren zu befreien. Hatte ich in die falsche Richtung geschickt. Falsch jetzt mal in Anführungszeichen. Ach, der eliminiert das, ne? Ja, ja. Komm, dann mach das mal jetzt hier. Okay. Stell du dich ihm mal in den Weg. Ich habe so viele Apostel, dass ich völlig den Überblick verloren habe, welcher wo ist und welcher was kann. Ne? Das tut mir leid, dass ich da immer wieder nachgucken muss. Mir bleibt da aber nichts anderes übrig. Ach Mensch, ey, am Wochenende so einen kleinen Schnupfen sich da noch einzufangen. Sauerei, Unverschämtheit, Menschenskinder. Und das gerade nach meiner Aufnahme, ey. Das darf doch wahr nicht wahr sein. Gerade eine Sekunde, Leute, es ist ekelhaft, aber es ist ein biologischer Prozess. Ach, nee, ehrlich. Ach, immer ich, ey.
Ach ja. Ein Männerschnupfen, der ist besonders stark, ne? Das kennt ihr Männer. Die Frauen kennen das bestimmt auch. Die wissen das, die hier zuschauen. Und die Männer müssen da schon ganz schön extrem leiden. So, also, dann hier bitte ein Sägewerk, was ich von Anfang an vorhatte. Wir wollen ja Wälder, wir errichten ja viele Wälder mit den Vietnamesen, damit wir auch Bezirke bauen können und. Und wir wurde ein Sitzerein weggenommen. Sauerei. Einfach meine Stadtstaaten mir klauen. So geht das nicht. Ui, Rauch steigt auf. Maschinen brummen. Vietnam hat die Kraft der Natur in den Dienst des Fortschritts gezwungen. Jawohl, eure Zivilisation ist die erste weltweit, die eine Ressource verbraucht, um Energie für ihre Städte zu erzeugen. Schön die Strategie auf. That's awesome, würde ich mal behaupten. So, die Dampfmaschine. Ja, das ist eine meiner Lieblingstechnologien. Mit der Dampfmaschine kommen natürlich auch die Züge, die Dampfeisenbahn. Großartig, unser Volk wächst und gedeiht immer weiter. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Okay, gut. Und damit ihr es auch seht, oh, jei. Komm schon her. Hier ist es. Das Kohlekraftwerk, das jetzt unsere Stadt hier mit Energie versorgt. Und dann fliegen auch die Funken in der Fabrik. Jetzt ist hier ein bisschen mehr los. Die Technologie hat sich schon mal bewährt, wie unsere ersten Sachen anzeigen. Da freuen wir uns natürlich auch wiederum drüber. So, eine Militärakademie, die können wir auch gut gebrauchen hier in der Stadt. Bevor ich hier auch noch vielleicht ein Wunder baue. Wird jetzt eine Zeit und eine Phase geben, in der ich natürlich versuche, mehr Wunder zu errichten, mehr Punkte zu sammeln, um den Abstand, den wir ja eigentlich eh schon haben, noch zu vergrößern. Ne? Und zack, die dreifache Stärke. Jawohl, das gibt ganze 180 Wissenschaft dazu. So muss das sein. Ich würde sagen, dass unser Kontinent schon bald nur noch eine Religion kennt, und zwar die unsrige. Und das ist genau das, was ich auch haben wollte. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir könnten auch den in die kleine Stadt Vimana stecken. Die braucht auch noch ein bisschen Unterstützung, würde ich behaupten. Ach, diese Musik, ne? Das ist echt toll. Das ist jetzt die Melodie der Mongolen. Ach ja, welcher Stadtstaat wurde uns denn weggenommen? Sansibar mit Check. Sansibar oder mit Check? So, eine Ewigkeit am Rum. Spinnt der? Der hat aber jetzt ganz schön ernst gemacht. Den, das kann ich mir nicht zurückholen. Dann herzlichen Glückwunsch. Mist, das ist etwas, was ich so gerne habe. Oh, hier gibt es auch nochmal Gips. Ja. Ja, jetzt können wir hier genau Industrie aufbauen auf Gips. So, geh mal dahin. Maui, du gehst mal hier hin. Und der Elefant, der kommt mal hier hin. Wollen wir das Gebiet mal hier versuchen zu sichern? Anderen Zivilisationen, die dreifache Stärke, blablub. Und dann kommst du mir jetzt hierher. So. Du kommst dort rüber. Ui. Die Dürre, oder? Was ist das hier? Nee, ein Staubsturm, der hier alles zerstört. Oh Gott, die Armen. Dir tun sie mir leid. Das will ich natürlich nicht. Unsere Glaubensdisput ist schlecht. Also wenn jetzt der Gegner, also in Anführungszeichen der andere, unser Verbündeter hier Bevölkerung verliert, dann verlieren wir ja Anhänger für unsere Religion. Das wollen wir nicht. Da will keiner drin sein in so einem Staubsturm, das kann ich euch schon mal sagen. Da ist ein Feuer entfacht worden, ja. Und so weiter und so fort. So, was haben wir hier? Ja, genau. Ein Eliminierer. Upsa. So, die Karawelle hier, die entdeckt man hier ein bisschen weiter. Das Nordpolarmeer im Süden. Nächste Runde. Ach ja. Aha,
Die Bürger von Mayen sind die ersten, die erkannt haben, dass nur eines besser ist als das Leben in Mayen. Das Leben in einem etwas sauberen Ort außerhalb davon. Ja, wir haben den ersten Wohnviertelbezirk unserer Zivilisation fertiggestellt. Scheint wohl so zu sein, dass es anderen schon gelungen ist, das zu machen. Und ich bringe jetzt mal hier die beiden auf 6 jeweils. Nazca, dann würde ich es neutralisieren. Ich brauche ja noch was im Notfall zum Kontern. An Gesandten. So, der hat jetzt auch eine Weltumsegelung geschafft. Ist einmal im Nordpolarmeer umhergereist, wenn ich das richtig im Köpfchen habe. Und du kommst mir am besten nach dort. Ja. Und meine Bombarde bewegt sich mal nach Mayen. Und da wird sie auch parken. So, hier haben wir noch eine Bombarde. Die brauche ich dort im Norden jetzt nicht mehr. Hier spielen wir mal einen Bewegungsbonus aus. Schicken unseren Helden mal vor. Kann sehr gut möglich sein, dass es der KI gelungen ist, Nan Mandol, hier die Probleme zu lösen und alle Barbaren besiegt zu haben, die noch hier übrig waren. Ich weiß es aber nicht. So. Ich würde gerne, aber Katif hat es auch als Quest. Ja gut, dann den Quest machen wir dann schon nochmal schnell. Verkehrt ist das nicht. Gibt man Gesandten dort hinein. Was haben wir denn hier? Bedeutender Sieg. Alles drauf. Ja, der hat sich wieder in die Stadt zurückgezogen. Sehen da unten. Ja, da verschwindet langsam der Buddhismus. Ach ja. Ich hoffe, bei euch ist auch so schönes Wetter wie bei mir heute. Ist ein bisschen kälter geworden wieder. Aber das ist im Winter nicht so überraschend. Oh, die Japaner, die mögen mich bald gar nicht mehr. Was ich schon an Groll erzeugt habe bei denen. Hier gab es noch ein Dörfchen. Einen Gesandten. Das ist nicht verkehrt, wenn man das bekommt. So, du bewachst mir hier oben auf den Hügel diesen Siedlungsstandort. Wo ist mein kleiner fauler Siedler? Da unten noch, okay. Komm, wir machen mal die fiese Nummer Nazca und drehen den um. Hihi, unser Stadtstaat. Zack, nochmal 60 Glauben dazu bekommen. Süden habe ich noch gar nicht gut aufgedeckt. Fällt mir gerade auf, Leute. Ihr sagt wieder nichts, ne? Das ist furchtbar mit euch.
Oh. Freibeuter, ich bin in ihre Falle gegangen. Die Karavellen sollten eigentlich kampfstärker sein im Nahkampf als ein Freibeuter. Ja, das sind sie. Da sollten wir auch gegen vorgehen. Pirateninsel da unten, hey, mein lieber Mann. Sowas. Eine Unit braucht mal einen Befehl. Ah ja, der Ritter. Oh, da sind sie, die Gegenangriffe der Freibeuter. Aua. Sowas tut doch weh. Okay. Okay, ihr habt zum ersten Mal alle Gebäude in einem Lagerbezirk fertiggestellt. Gibt schon wieder Zeitalterpunkte. Man kann darüber streiten, ob die menschliche Rasse durch den Vormarsch der Wissenschaft Opa bedeutet, wenn ein Typ von... Hui, haben wir jetzt gerade viel in einer Runde wieder abgeschlossen. Also zuerst mal die Dampfmaschine. Da freue ich mich jetzt. Jetzt können wir sozusagen auch die Eisenbahn bauen. Das werde ich eh nicht mehr machen. Dann holen wir uns mal noch die alten Technologien da in dem Zeitalter auch. Opernpalette haben wir jetzt auch abgeschlossen und können damit jetzt hier weitermachen. Bau zwei Feldkanonen, das könnte durchaus noch passieren. Dann gehen wir da oben noch drauf. Dann gehen wir mal kurz in die Regierung. Das passt, das ist gut. Das ist auch gut. Nur die Jokerkarte, die müssen wir jetzt mal verändern. Und da hätte ich gerne wieder den Erfindungsgeist drin, denn die Kampfboni brauche ich jetzt nicht mehr. Wir haben den großen Händler Raja Todar Mal geholt, eure Handelswege zu einem euren eigenen Städten gewähren ein halbes Gold pro Spezialbezirk am Zielort und gewährt einen Gesandten. Ja, den hätte ich auch sehr gerne, den nehme ich gerne an. So, jetzt haben wir das hier und dann baut diese Stadt Chantor. Das Ruhrgebiet auf, bitte. Und du baust es mir tatsächlich auf das da. So, du kannst deinen Bonus gleich mal hier ins Spiel bringen. Wir haben jetzt mehrere Gesandte wieder. Dann werden sie alle weg. Nein, die heben wir noch uns auf. Hier in Vamana ist endlich der Hafen fertig geworden. Das freut mich auch sehr. Ihr bekommt jetzt hier als nächstes einen Leuchtturm. Der Tempel wurde fertig. Dann kriegen die kurz eine Stadtmauer. Du guckst mal nochmal da oben um die Ecke. Da haben wir natürlich nichts entdeckt. So, die Bombarde geht noch ein bisschen weiter. Du kannst mir oben in die Bewachungsposition gehen. So. Die Frage ist, reicht das schon, um den zu eliminieren? Nein, leider nicht. Nicht ganz. Und dafür könnt ihr halt eure Missionare am Anfang und später auch eure Apostel großartig einsetzen, indem ihr einfach sagt, okay, ich möchte erkunden in Gebieten, wo ich eigentlich nicht rein darf. Und da könnt ihr das halt super machen. So, ich mal ganz kurz gucken. Ich könnte Himiko wieder zurückholen. Oh,
Und das mache ich auch. Die bietet mir nämlich einen Haufen Gesandte, also einen wirklich großen Berg davon. Und diesbezüglich darf sie jetzt nach Sansibar gehen. Wir müssen ja auch etwas mit unserem Glauben machen, was von der normalen oder von deren Norm abweicht. Der lebt jetzt auch nur noch 12 Runden. Schaut sich mal noch ein bisschen hier um. Da sind auch keine Barbaren mehr. Sieht nicht so aus, als wären da noch viele übrig geblieben. So. Dann spüren wir ein bisschen weiter. Schiff versenken an der Stelle. Tschüss, tschüss, du kleiner Pirat. Blub, blub, Futter für die Fische. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nö. Ich bin auch wirklich ein Unmensch. Gib meine Luxusressourcen einfach nicht her. Freiwillig. Aua. Sag doch, das tut weh. Die Fische, die haben richtig viel zu essen gekriegt jetzt. Oh oh, und da kommt auch noch ein Sturm zieht auf. Verschiedene Heurekas haben wir uns verdient. Wir könnten diesem Schiff ganz schön Schaden zufügen, aber die Frage ist. Nee. Das will ich nicht. Komm mal zurück. Du musst dich ja nicht unnötig meucheln lassen. Hm? Würde ich sagen. So, dann eine Produktion wählen. Hier haben wir auch ein Wohnviertel abgeschlossen. Wir haben auch jetzt richtig schön Platz für unsere Mitmenschen, die dort so leben und gedeihen. Eine Fabrik wird nicht schaden. Hier ist jetzt auch noch der Handwerker fertig geworden. Und ihr baut mir schon mal ein archäologisches Museum. Und damit ich es nicht vergesse, darf der gleich loslegen und hier eine Industrie errichten. Sehr schön, eine Gipsindustrie. So, dann haben wir hier ein Wohnviertel abgeschlossen. Tja, ja, die haben schon wieder ein kleines Platzproblem, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Und ich überlege mir, hier noch einen Campus zu errichten. Denn es gibt hier Felder, die plus 4 geben und dann kriegen die das auch. Die Wissenschaft hängt ein bisschen hinterher. Das ist einfach der Grund, wieso ich das jetzt mache. Und mein anderes Schiff, das könnte noch... Ja, was soll das denn noch tun? Das kommt jetzt einfach zurück in die Heimat. So. Und du darfst dich jetzt nach Shanto begeben. Auch wenn es eine lange Reise für dich ist, kleine Bombarde. Aber vielleicht ist es ja auch eine schöne Reise. Du darfst dich ausruhen. Wir spielen jetzt erstmal den kleinen Elefant. Nö, da ist wirklich gar niemand. Das heißt, so eine horrende Anzahl an Einheiten brauche ich dann da auch nicht. Der darf wieder gehen. Ich glaube, wir haben unser Problem, das wir hatten, mit den Buddhisten gelöst, wenn ich es richtig sehe. Ich glaube, es gibt jetzt keine japanische Stadt mehr, die da jetzt nochmal Buddhisten ausbilden kann, außer eine noch. Und darum kümmere ich mich jetzt natürlich auch gleich. Ach, jetzt habe ich vergessen, noch einen weiteren Apostel zu holen. So, du machst... Ja. Und nochmal 240 Wissenschaft bekommen. Dankeschön.
Unsere Legion wächst und gedeiht. So, du hast mehr Aufladung, dann darfst du jetzt hier hin. Der Siedler ist fast da. Wir werden auch wieder ein goldenes Zeitalter erreichen, ganz locker sogar. Ja, es düngt ein Feld. Danke, Spiel. Oh, es wird gesagt, man hat nicht wirklich gelebt, bis man die Massen auf den Boulevards und Alleen von Thanglong gesehen und die größte Stadt der Welt erlebt hat. Eine Stadt hat als erste der Welt eine Bevölkerung von 20 erreicht. Das ist natürlich wirklich Heureka-mäßig. 20 in Runde 167. Thanglong ist gigantisch. Es ist einfach auch die Stadt der Welt. Jeder möchte dort gerne mal hin. Leonardo da Vinci können wir uns holen. Werkstätten bieten ein Kultur. Das ist, bieten drei Kultur. Das ist so mächtig. So, mein Freund. Elektrizität. Ich wollte doch das Fliegen haben. Auch nicht schlecht. Unser Spion hat in Peking Quellen erhalten. Und was machst du denn da am besten jetzt? Mittel abschöpfen. Ja, das gibt viel Geld, wenn du damit fertig bist und das auch erfolgreich schaffst. So, die Stadt hat das Industriegebiet abgeschlossen und diese Stadt kann jetzt erstmal noch eine kleine Werkstatt errichten. Und hier ist es Gurdwara fertig geworden und dadurch wächst und gedeiht auch jene kleine süße Stadt hier. Und das freut mich ganz besonders. Nun, dann dürft ihr für die Entwicklung auf einen Siedler bauen. So, ihr habt eine Stadtmauer errichtet. Das ist klasse halt. Ich wollte doch einen Handwerker. Oh mein Gott, hier ein Handwerker. Sehr schön. So, das hätten wir hier auch geklärt. Dann gehst du mir einmal kurz hier hin und baust du ein Sägewerk. Man denkt, man hat schon alles zugeklustert oder überall diese Dinge errichtet, aber das ist nicht so. So, erstmalige Verbreitung dreimal. Dann wollen wir mal hier einen Eliminierer noch haben. So, unser Ritter darf nach Hue. Wie er das macht, ist mir wurscht. Und ich muss jetzt kurz überlegen, welches Feld besser ist. Dieses. Und nochmal 60 Wissenschaft bekommen. Und schon wieder geht's in die nächste Runde. Wir sind echt fleißig dran. Und nochmal 60 Wissenschaft bekommen. I love it. Ja, wir haben es jetzt eigentlich, soweit es geht, geschafft. Wenn man sich jetzt hier mal umschaut, gibt es eigentlich gar keine andere Religion mehr hier jetzt. Wir haben es echt geschafft, dies komplett zu erfüllen. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz in die Weltrangliste, in der Religion. Und ihr könnt sehen, wir haben schon 4 von 7 Zivilisationen bekehrt. Da sind wir sehr weit vorne diesbezüglich. Wir haben auch in der Diplomatie 8 von 20 Punkten. Sind ja auch vorne, aber ich würde mal sagen, noch
weiter weg als vom Religionssieg. Und wenn man sich die Punkte anschaut und uns vergleicht mit den Indern, haben wir mehr Ausrichtung, unser Reich ist größer, wir haben weniger große Persönlichkeit, unsere Religion ist weitmächtiger, unsere Technologie ist fortgeschrittener, wir haben genauso viele Wunder und wir haben weitaus mehr Zeitalterpunkte, was einen Punktestand von 911 zu 756 macht. Dieses Spiel ist aus meiner Sicht auch gewonnen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr da Interesse habt, dass ich das ewig weiter fortführe. Ja, wenn dem so ist, schreibt mir das in die Kommentare. Ja, das ist ganz, 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 ganz wichtig für mich. Verlangt schon viel dafür von mir. Annehmen. Diesmal nehme ich es an. So ein Buch kann man immer gut gebrauchen. Die kriegt man nämlich nur selten. Und wenn ihr das wollt, dass es halt auch weitergeht, dann schreibt mir es unbedingt in die Kommentare. Weil sonst, weil ich das ein oder andere Projekt noch plane, kann es sein, dass diese Partie etwas in das Hintertreffen gerät. Ja? Ach komm, ich mache das jetzt einfach. Schaut mal. Wir haben ein Panzerschiff errichtet. Leider sieht man es nicht gut. Er hängt noch ein bisschen in der Schiffswerft fest. Es gibt einen ganz schönen Lackschaden. Aber auf jeden Fall, ihr habt es mal gesehen, ein Panzerschiff. Ein wahnsinniger Fortschritt in der Technologie bei uns. Das ist wahrscheinlich die mächtigste Seeeinheit, die es zurzeit gibt. So. Tja. Der lebt noch 9 Runden, egal wohin ich den schicke, es hat keinen Sinn mehr. Der gammelt sich jetzt seine restliche Lebenszeit hier rum und wir richten jetzt hier noch eine wunderschöne Stadt. Der Golf von Thailand ist hier, das ist Da Nang und Da Nang wird umbenannt und zwar in... Nein, Spiel, mach mich doch nicht fertig, einfach Nang. Das reicht doch nicht. Da lang, lang. So, fertig. Aus, die Maus. Dann schauen wir mal ein bisschen, ob wir da was für die holen. Ja, die kriegen vielleicht gleich schon mal ein Monument für die Ausdehnung. Der Rest muss dann mit der Zeit geschehen. Als Geländefeld hätte ich ganz gerne die kleinen Schildkrötis hier. Das gefällt mir nämlich super gut. Die hätte ich nämlich gerne angeschlossen. Und, liebe Grafiker, noch eine Sache, die werde ich loswerden, jetzt noch in dieser letzten Runde, die ich jetzt für diese Folge spiele. Bitte achtet darauf, oder macht das mal, dass ihr eure Schiffe, sowie aber auch die Handelskarren, in dem Zeitalter entsprechend anpasst. Ich will diese kraftstofftrotzenden, CO2-ausspuckenden Monster, ich will Oldtimer, ich will Schiffe mit Rädern sehen, ja, und nicht gleich Schiffe aus der Moderne, ja, oder auch nicht gleich einen super geleckten LKW, das darf ruhig so ein Oldtimer mit einer Plane hinten drauf sein, der knattert und kracht und Peng macht, ja, wenn er fährt. Das will ich sehen. Ich hoffe, dass das eines Tages endlich mal kommt. Ist ja nicht so, dass ich da schon mal geschrieben hätte, ne, Leute. So was macht der Benke ganz bestimmt nicht. Und die armen Entwickler mit seinen Extra-Wünschen beglückt hat in Textform. Na, ich konnte halt einfach nicht widerstehen. Ich finde es halt einfach großartig, wenn dem so ist, ja. Das ist alles, was ich sagen will. Komm, alles drauf. Und da ja immer noch Apostel. Das ist ja zum schreiend davonlaufen. Und er ist schon wieder nicht in die Knie gegangen, das Kerlchen. Das gibt's doch nicht. So, der eliminiert. Und du kommst mir jetzt erstmal in diese Richtung. Und zwar gehst du mir da lang. Begibt sich auf eine lange, lange Reise. Wir können fast in jeder Runde einen Apostel rauskloppen. Das musst du halt auch erstmal schaffen, ne? So, was haben wir denn hier? Hat in anderen Zivilisationen die dreifache Stärke. Zack, dann gehst du mal da lang. So, was haben wir hier? Oh. Eine neu gegründete Stadt, die darf auch gleich mit unserer Religion beglückt werden. So, die halbe Stunde ist schon wieder überschritten. Mal eine kleine, etwas längere Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und nicht vergessen, ne, schreibt es hier mal rein. Ich habe nämlich noch das ein oder andere vor, jetzt dann demnächst Neues zu bringen. Und wenn es euch gefällt, klar, achte ich darauf, dass davon auch Folgen kommen, ausreichend. Aber ich habe so einen großen Abstand schon rausgespielt, dass ich mich
mich halt wirklich die Frage stelle, wollt ihr das überhaupt noch sehen? Ja, das Spannendste war der Krieg mit den Khmer und ja, daher, ich freue mich, wenn ihr da mal was dazu unten reinschreibt und ja, ich kann euch jetzt nur noch eins sagen, ciao, ciao, ich wünsche euch eine schöne Sternenreise, euer Bencake28.